Ja, hallo Schau, wie gesagt, hier ist doch mal ein Alipay. Wenn ihr heute ein kleines Video auf zum Animal Crossing, würde ich mal alle euch frohe Weihnachten. Ich glaube, dass man jetzt hier noch ein bisschen was sehen kann, jetzt am Morgen früh schon, und wir schauen mal. Dann haben wir jetzt erstmal so ein kleines Video aufgenommen und ja, mal gucken dann, wie gesagt. Weil ja heute mal Weihnachten ist, dachte ich, gucke mal rein, es soll ja was geben zu Weihnachten. Haben wir ja schon Glück, mal gucken. Gluck, 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 gluck. Und es loadet und es loadet und es loadet. So, was haben wir hier? Ah. Frohe Spielzeugtag, alle zusammen. Ich freue mich, diesen Tag mit euch gemeinsam verbringen zu können. Es ist Freitag, der 24. Dezember 2020, 8:36 Uhr auf Twilight erstünd. Ich hörte, soll heute die Aushilfe des Weihnachtsmannes unsere Insel den einen Besuch abstatten. Und glaubt man, den Gerüchten hat diese Person einen riesig großen Sack voller Geschenke dabei. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen, ja? Bin mal gespannt. Wie gesagt, mal gucken, ob wir da jetzt was machen können oder nicht. Ich weiß es hier echt nicht. Ja, es soll ja hier weihnachtlich da sein. Auf der Insel soll was geben und deswegen gucke ich mal. So, Weihnachten habe ich ja schon mal angezogen, seht ihr ja auch schon. Giftkasten ist diesmal. Komm. Oh Chris, ho ho ho, frohes Fest, ich bin Chris, das schwarznasige Rentier. Ist das nicht eine ganz besondere Jahreszeit, die wir gerade haben? Doch dazu feiern wir heute den wohl aufregendsten Tag des ganzen Jahres, den Spielzeugtag. Und aus diesem Grund bin ich hier. Ich helfe nämlich dem Weihnachtsmann beim Geschenke verteilen. Ho ho ho, na wie läuft dein Spielzeugtag bisher? Denn so genieße du die Fest. Stimmung. Leider gibt es da ein winzig kleines Problem, dass die Stimmung üben könnte. Ich habe das Geschenkpapier vergessen, ist das zu glauben? Hier stehe ich nun bepackt mit Geschenken für Groß und Klein vom Chef höchstpersönlich ausgesucht. Nur eingepackt sind sie halt leider nicht. Wo bleibt denn da die Freude, wenn es nicht auszupacken gibt? Ho, 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 ich habe da eine Idee. Du siehst mir aus wie jemand, der Freude am Basteln hat. Stimmt's? Mit Sicherheit hast du geschicktere Händchen als der gute Chris. Könntest du mir vielleicht etwas Geschenkpapier anfertigen? Ich habe auch eine Bastelanleitung dafür. Okay, können wir gucken, ja. Ich brauche auch bloß 3 Stück dieses exklusive Geschenkpapier. Ho, 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 festlichen Dank vorab. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wie man es jetzt hier sehen kann. Ein Papier hier. Ich muss ja erstmal hier nach rauf lernen. Jetzt haben wir es, können wir gucken. So. Ah, da ist das. Okay, wir brauchen jetzt. Ah, haben wir schon. Können das jetzt gleich fertig machen. Sehr schön. Machen wir hier vorne gleich. Ein Papier schnell fertig. Was herstellen? Ja, klar müssen wir was herstellen. Er braucht 3 Stück, hat er gesagt. Oder bestimmt noch ein paar Kugeln. Dann müssen wir noch mal schnell Kugeln holen. Ich hoffe, ich habe noch welche. Ja, er braucht 3 Stück, hat er gesagt. Ja, genau. Was noch hier neu zu auf meiner Insel sieht, ja, ich habe hier ein bisschen was platt hauen hier so ein bisschen. Habe ich gleich aber noch. Das ein bisschen größer wirkt und ebenerdig ist auch alles und nicht so etwas raus. Und kommt ja noch Kugeln habe. Ich hoffe das. Oh, sind bestimmt was unten. Nicht, dann müssen wir am Baum gucken. Doch, da sind noch welche. Zack. Zack, müssen wir gucken. So, wie viel gelben brauchen wir immer ungefähr? So, wir brauchen 2 gelbe, 6 blaue und 11 rote. Kommt, dass das jetzt mal reicht oder welche noch was holen muss gleich? Gehen wir da vorne hin.
Also hier sieht es ja schon, ne? Hier ist jetzt, ja, der Friedhof, sag ich mal so. Hier war ja auch immer alles so hoch gebaut. Ebenerdig. Hier wohnt jetzt, die Tatjana, habe ich hier hingebaut sogar. Und die Silke. Und hier habe ich ganz gut gemacht, extra, den Kirmes. Haus alles an, naja. Ja, coole Musik. Gut. App ist auch weg, das mache ich aber später. Dann gehen wir schnell mal zusammenbasteln da. Na, wie gesagt, die coolen kriegt ihr, indem ihr diese Malentannenbäume da, wie man es auch nennt, ja, schütteln tut. Kriegt ihr die ganzen Kugeln raus, aber auch nur die Leuchten da, die bei euch sind. Diese Nagelbäume, da sag ich mal zu. Ob wir danach noch einmal machen können oder ob ich nur Kugeln sammeln muss. Weitermachen, gucken. Na, ich glaube, warum schon ein paar Kugeln, oder? Nee, doch nicht. Na, sehr schön. Was hat er gesagt? Na, wie gesagt, bei euch ist auf jeden Fall auf der Insel jemand. Also wie gesagt, ihr seht diesen Chris hier. Der ist halt verantwortlich für die, ich glaube, Geschenke und so alles. Mal gucken gleich, was er sagt. Wollen wir hingelaufen schon hier. Ah, erstmal hier sprechen. Als Weihnachtsmodell siehst du bezaubernd aus, Schatzi. Du könntest du glatt Geschenke bringen. Huch, war das etwa echt dein Plan? Dann habe ich nichts gesagt. Machen wir sprechen trotzdem mit alle hier. Wie Herr Weihnachtsmann, ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Kann ich ein Autogramm? Ach, du bist das nur. Dann können wir das mit dem Autogramm ja einlassen. Ja. Oh, nee. Was mir sprechen? Ich drehe durch. Natalie Pet, die Weihnachtsfrau, wie gut dir das steht. Ja, und wenn du dich extra so in Schale geschmissen hast, weißt du bestimmt auch, was ich mir wünsche. So, ich hoffe, der ist jetzt hier irgendwo. Und nebenbei räumen wir trotzdem mal hier ein bisschen auf. Ah, da ist er doch. Weggehen. Ohoho, bist du schon fertig mit dem Geschenkpapier? Dürfte ich es dann bitte haben? Klar, hier. Oh, vielen lieben Dank dafür. Hast du dir eine Belohnung verdient? Ein schickes Spielzeug, Tagssockenset. Oha. Was wohl passiert, wenn du sie heute Nacht bei dir zu Hause aufhängst? Nun denn, da du mir bisher so lieb geholfen hast, will ich gerne noch eine Festtagsfreude mit dir teilen. Wenn du möchtest, darfst du mich beim Verteilen der Geschenke unterstützen. Na, wie klingt das? In die strahlenden Gesichter der Beschenkenden zu blicken, erfüllt mein Herz, wie immer, ja, mit Freude. Dieses Gefühl will ich gar hier teilen. Und als kleinen Bonus gibt es noch ein Geschenk obendrein. Aber bevor es losgehen kann, brauchst du noch einen von denen hier. Ah, oha, das habe ich auch so gesagt. So geil. Dieser magische Geschenksack ist gefüllt mit allerlei Geschenken für die Bewohner dieser Insel. Deine Aufgabe besteht darin, mit dem Geschenksack in der Hand sämtliche Geschenke zu verteilen. Ja, Paulinchen? Aber trödel dabei nicht herum, denn sobald es 5 Uhr schlägt, verliert der Geschenksack seine Zauberkraft. Und auch ich werde mich bei Sonnenaufgang wieder auf die Socken machen. Hast du alle Geschenke zugestellt und den Sack zu mir zurückgebracht, bekommst du eine tolle Belohnung. Und damit meine ich nicht nur das tolle Gefühl für Glück und Freude sorgt zu haben. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass dieser Spielzeugtag bei dir in guten Händen ist. Okay. Cool, neues Bug im Beutelseil, wobei ich in der Kombi mit dem coolen Rot kommt mir total bekannt vor. Hier ein Geschenk. Ah, okay. Ein Geschenk für mich von dir. Das ist vom Weihnachtsmann. Und Chris hat sich gebeten, es mir vorzubringen. Wie goldig von euch beiden, ja. Ja, es geht mal ein bisschen Geschenke verteilen. Du hast dir echt was verdient für deine Hilfe und ich habe auch genau das Richtige parat. Machen wir nachher auf. Also würde ich dir sagen, dass was drin ist. Du musst es schon selbst aufmachen. Viel Spaß damit. Mach ich nachher auch. Mal hier Geschenke verteilen. Ja, lustig. Siehst voll nach Weihnachten aus und trägst an den Sack mit dir rum. Hui, wie aufregend. Hier ein Geschenk.
Ja, ich bin ja auch immer die Weihnachtsfrau und verteile Geschenke. Na nun ist das echt für mich, echt ehrlich, aber das ist doch vom Weihnachtsmann, oder? Auch egal, jedenfalls macht mich das echt happy. Vielen lieben, vielen Dank. Und dann gucken wir mal hier. Dann laufen wir mal hier rum. Verteilen jetzt an meine ganzen Bewohner hier die Geschenke einmal. Hier haben wir ja schon. Sehr cool. Ja, mau. Ja, ich wundere, die Rosa ist nicht da. Die ist eher gegangen. Wir suchen noch eine neue Bewohnerin. Mal gucken. Ja. Ich wollte gerne noch was anderem sie umschauen. So, Hans, komm her. Moment mal. Das Kostüm, das du trägst und der Sack, beide scheinen Spielzeugtag förmlich zu schreien. Hier ein Geschenk. So, etwa vom Weihnachtsmann und du durftest es zustellen? Ja, wie bist du denn an den Job gekommen? Hans, ich habe vielleicht irgendein dein Vorsprechen verpasst oder gab es eine Casting-Show? Viel besser als du hättest ich mich in der Rolle des Helferleins aber auch nicht gemacht. Gut. Ich glaube, es war jetzt so richtig. Ich teile mir ein paar Geschenke, weil jemand auch Spielzeug machen muss. So, und gehen wir hier weiter, gehen wir hier hin. Dieser Sack, der ganze Aufzug, das ist Schatzi als Weihnachtsmann. Er sieht gut aus. Ja, ein Geschenk. Buch, ein Geschenk zum Spielzeugtag für mich. Dankeschön, echt nett, dass du es bei mir abgeliefert hast, Kringel. Mal gucken, ob das richtig war. Ich glaube, die Geschenke, die ich verteilt habe, gleich muss ich den Sack wieder zurückgeben an den und dann mal gucken. So, dann laufen wir mal hinten hin. Hier noch zwei, die ja hier wohnen. Ich glaube, wir sind jetzt auch da. Mal hier hin, zu Silke war es, glaube ich. So. Ich hatte so sehr gehofft, dass du mich besuchen würdest. Wann hat man schon mal die Gelegenheit zu einem Schwätzchen mit Weihnachtsmann? Hier ein Geschenk. Ist das Geschenk für mich? Ach, das ist aber lieb von dir. Ich weiß, dass du eigentlich bloß Chris helfen würdest, aber ich werte das trotzdem als an mich gedacht. Gut. Haben wir die auch schon mal beschenkt, die Silke? Also, wie ihr seht hier bei den Crossing, ja, dass ihr euch als Weihnachtsfrau oder Mann, was auch immer ihr seid, natürlich denn das spielt. Ihr hilft den Christ auf jeden Fall, wie ihr gerade seht, ne? Kriegt dann auch einmal hier in den Sack. Dürft dann an eure Bewohner verteilen. Und danach soll doch ein Geschenk bekommen von ihm, sind wir gespannt auch. Wie gesagt, ich mache auch diesmal, glaube ich, das erste Mal dieses Weihnachten hier mit bei Animal Crossing. Die anderen Events habe ich ja mal mitgemacht. Tatjana. Hammer, Gänseblümchen, der Sack macht dich Verkleidung extra überzeugend. Abrups, was ist da drin? Hier ein Geschenk. Wie, war es echt jetzt? Das hast ohne Witz ein Geschenk vom Weihnachtsmann für mich? Das sag ich nicht, nein. Jetzt steht ich aber bei dir in der Kreide, Gänseblümchen. Komm. Oh, Weihnachten. Dann haben wir das hier auch. Hier ist, wohnt jetzt keiner, weil hier ist wieder der Friedhof und Spielplatz. Aber wir gehen mal gucken, warte mal. Hier waren wir ja schon drin, genau. Der Klamottenladen. Gehen wir weiter zu Felix. Die Kleidung und der Sack da war, was da wohl alles drin sein könnte. Ein Geschenk.
Oh, das ist aber lieb. Warte mal, das ist ja vom Weihnachtsmann. Du hilfst ihm beim Verteilen der Geschenke. Ja, da bin ich jetzt aber schon ein bisschen neidisch. Ich habe hier was, das wollte ich eigentlich dem Weihnachtsmann geben, aber weil du ihm so lieb geholfen hast, solltest du es bekommen. Oh, ist aber nett von dir, Felix. Machen wir noch auf und auf. Danke dir, hatte ich den besten Spielzeugtag aller Zeiten, liebes Weihnachts-Hyper-M. Gut, sehr schön, freut mich, Felix. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Oh, hier ist gleich noch jemand. Gucken. Da, den müssen wir alle haben, glaube ich schon. So aufgepimpt, gefällt mir aber mal so richtig. Gänseblümchen. Ist der Sack auch prall gefüllt? Ja, ein Geschenk, na klar. Für mich und auch noch direkt vom Master of Tee Spielzeugtag persönlich. Bei abgefahren, dass der Weihnachtsmann dich die Geschenke verteilen lässt. Bumm. Ja, Mau, Politchen! Ja, Snuffy? Der Weihnachtsmann, ne? Ja, ist auch bei dir. Politchen. So, dieses Haus haben wir jetzt. Oh, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier vorne kann ich mal gucken, ob hier vorne schon war. Ich glaube noch nicht. So, ich glaube, aber ihr habt schon was gegeben, ja. Ich glaube, dann haben wir, glaube ich, alle. Das Weihnachtsoutfit bringt deinen Muskel doch jetzt echt zum Geltung. Gib ich dir nochmal ein Geschenk? Ich glaube, ich habe noch keins. Ein Geschenk, Moment, das ist vom Weihnachtsmann. Das heißt ja wohl, dass er dich für sein Auswahlteam nominiert hat. Na sauber, ja. Wenn es jemand verdient hat, ins Team des Weihnachtsmannes zu drücken, dann bist du das. Aber es ist nicht nur eine Ehre, das ist auch harte Arbeit. Die möchte ich gern belohnen, Natalia. Boah, schon wieder ein Geschenk, will ich ausmachen. Im Team des Weihnachtsmannes zu sein, das ist besser als ein Pokal beim Tauziehen. Unglaublich. So, jetzt habe ich eigentlich alle beschenkt. Ich mache sie mal zurück, was er sagt. Ohohoho, und wie läuft's mit dem Botengängen? Bin fertig. Oh, dann wollen wir doch mal sehen. Du hast es tatsächlich geschafft. Jedes Geschenk hat seinen glücklichen Adressanten gefunden. Aha, ich kann förmlich spüren, wie viel Freude sich auf der Insel bereit gemacht hat. Dein Geschenkesack brauchst du dann wohl nicht mehr. Warte, ich nehme ihn dir schnell ab. Ich bin wirklich dankbar, dass ich mit dir den Zauber dieser Spielzeugtags teilen durfte. Doch genug der warmen Worte, denn ich habe hier noch ein paar Geschenke für dich. Zunächst einmal eine kleine Bastelanleitung, mit der dann Hilfe sich deine Insel etwas festlicher gestalten lässt. Das ist gut. Doch damit nicht genug, denn ich habe hier noch eine ganz besondere Überraschung. Ein Spielzeugtag-Schlitten ganz allein für dich. Ah. Du hast den Bewohnerinnen von Schwalek eine wahrhafte magische Spielzeugtag beschert. Nicht nur das, du hast mich damit auch zu förmlichsten kleinen Rentier auf der Welt gemacht. Nun, da unsere Arbeit hier getan ist, dürfen wir uns getrost ein kleines Päuschen gönnen. Vielleicht laufen wir uns beim nächsten Spielzeugtag erneut über den Weg. Mach's gut, Kindchen. Okay. So, dann machen wir jetzt mal die Karte erstmal hier. Machen wir gleich die Geschenke auf. So, dann gucken wir mal hier, was wir machen können. So. Ja, das ist gut. Was brauchen wir denn da? Achso, Bauklotz-Set, Karton und rotes Geschenkpapier. Gucken, ob wir das hier bauen können, schnell. Bauklotz-Set. Ah. Ah, Bauklotz-Sets. Die Bauklotz-Hocker. Bauklotz. So ist hier. Ja, Polizia, Mama. Na gut, da fehlt noch eine.
Denke, Papier können wir so kaufen. Ah, Karton kann ich mal gucken, ob ich Karton schon aussehen kann. Komm, ja. Karton, ja, 4 Stück. Das kann ich, Bauklotz hätte. Ah, das sind die, weil man Bauklotz hat, ja. Können wir schon mal die 3 Weichholz nehmen, wenn wir was haben? Mal gucken. Was ihr habt denn? Ne? Ah, halt. Erstmal hier. Komm her. Machen wir erstmal hier die Geschenke alle auf. Ah, also Aufklapp Bilderbuch, nicht schlecht. Geschenk von Felix. Blechroboter. Geschenk von Minka. Kinderzeit. Und Vertikal Noren. Oha, mal gucken, was das ist. Guck ich mal, ob ich da überhaupt was hab noch mit Bauset und sowas. Hallo, nicht da. So. Gucken wir mal. Aber wir haben noch ein bisschen dieses Holz noch da. Ja, Klamotten habe ich leider sehr viel. Ah, da haben wir noch einmal der Weichholz. Das geht noch. Ob ich jetzt mal sowas hier haben, Bauklotz, aber Papier habe ich noch kein rotes, muss ich kaufen. Der Laden überhaupt auf hat. Wenigstens können wir erstmal uns da bauen. So. Bauklotz Z herstellen. Habe ich schon Gold? Achso. Können wir machen, gucken, ob ich Lehm noch mal habe. Vielleicht Lehm. Dann holen wir jetzt vielleicht 2 gelbe Kugeln. Habe ich das noch? Mal hier, was hier ist mit dem. Ich weiß nicht so. Aber man muss schon was. Mal gucken wir mal nach Lehm und auf die gelben Kugeln. Habe ich mal gelbe Kugeln hier? Wollen wir gelbe Kugeln? Da müssen wir sonst vielleicht ein Bombay machen. Oh, hier ist auf dem Weg, das ist schon. Machen wir den hier.
Eben haben wir, das haben wir. Ah gut, dann müssen wir nochmal Bäumelein gehen. Bevor die Bäume schütteln können, zeige ich euch jetzt, um auch leuchten. Dann ja, mal gucken. Einfach mal nicht ganz viel schaffen, aber einiges. Und der Laden hat jetzt auf, das ist schon mal der andere Laden auch nicht auf hat. So muss ich wieder. Aber hier, das ist dieser Nagelbaum, der leuchtet. Wie sieht der hier? Ja, dann könnt ihr da einmal dran schütteln. Und da müssen eigentlich mal welche Kugeln rauskommen. Ah, kommt da jetzt nichts raus? So, rote. Brauchen aber gern gelbe, blaue. Ah, das heißt immer ordentlich schütteln hier. Warum müssen wir gelbe haben? Hier geht's, glaube ich. Da noch. Reset, oder was ist das hier? Den anderen so einen Damen schütteln. Und schütteln. Oh, Karton haben wir hier. Das ist. Aber auch ein bisschen mehr. Ich habe gerade noch mal gelbe Kugeln hier. Weil wie sieht, müsst ihr halt einfach Bäume schütteln. Dann richtige Kugeln oder auch welche Blätter ja die rauskommen. Dann habt ihr auch was. Sammeln die trotzdem noch kurz eine roten Kugel. Gucken wir mal hier, ob irgendwas mal schütteln. Haben wir Glück. Oh, da gelbe, das ist gut. Das werden wir mal gucken, wie viele wir brauchen. Oh Gott, Quatsch. So, für den Timer brauchen wir 5 gelbe, ja, siehst du? So. Ein Karton haben wir schon, einen Bauklotz haben wir, brauchen nur noch rotes Geschenkpapier dreimal. Das ist schon mal gut. Da können wir gleich 2 Sachen, wenn es klappt, bauen. Schon gut. Ja, gelbe, noch eine gelbe, sehr schön. 1, 2, 3, 5 waren das. Aufsammeln hier, mal gucken. Vielleicht nochmal warten, dann können wir nochmal schütteln. Gelbe.
Ah, brauche noch zwei Stück auf. Warte mal, hier kommt. Also blaue und rote kommen häufiger raus. Das müssen wir mal gucken. Muss ich auch vielleicht noch Geschenkpapier kaufen? Oder ist die Leute kriegen? Mama? So, jetzt gucken. Hä? Noch irgendwas? Ah, okay, abgeblendet. Dann gehen wir mal hier runter, gucken jetzt mal. Ja, der Tampon können wir jetzt machen schon mal. Und hier brauchen wir noch einmal rotes Geschenkpapier. Dann holen wir das mal schnell. Das steht, wenn man trotzdem an Weihnachten was bauen kann. Den Rest kann man später machen, finde ich, mit den Steinen und so alles. Und die Sterne da. Ich dachte, wir brauchen erstmal, dass der Weihnachten da ist. Hallo, hallo. Komm in Nux Laden. Ach, danke. Ein Papier. Da ist kein rotes Geschenkpapier da. Anders Geschenkpapier. Wenn's grün, ja, ein Bonglob. Und ich brauche großes Geschenkpapier. Ja. Ja, ich habe leider kein großes Geschenkpapier hier. Ja gut, machen wir jetzt mal ins Tampon. Gut. Jetzt wieder raus. Ja gut, dann müssen wir mal so eine bauen, müssen wir gucken. Ich habe leider kein rotes Geschenkpapier. Gucken. Mein Tat. Aha. Ha. So. Ich habe mal Mau gesagt, ich wollte auch den Weihnachtsmann spielen, so ungefähr. Ja, ich hatte ja gerade mal Mau gesagt zu mir. Mal bauen wir das erstmal. Ja, komm, was bauen wir denn noch? Aber dann machen wir mal die Bilder dafür. Ah, da fällt uns wieder das Geschenkpapier, das kann ich jetzt leider nicht machen. Ah. Eisenherz bräuchte zweimal gelbe Kugeln. Müssen wir mal gucken. Hier, ne? Komm. Oh, der sieht gut aus. Den müssen wir irgendwo hinstellen. Ja, auch noch mal weg, Mutter. Den stellen wir jetzt hier rum. Ich hier hin.
Schlitten. Aber noch. Laufkurzzettel. Ramon, komm jetzt nicht. Ja, komm, stimmt. Draußen schon. Ja, nicht. Oha. Oh, das ist mal eine Kugel, ne? Oha. Okay, gut. Haben wir noch hier? Oder kommt was runter? Leben haben wir gekriegt. Gut, gucken wir kurz hier in den Laden rein, ob hier irgendwas Gutes gibt. Ja klar, möchte ich da rein. Das haben wir alle schon. Ja. Sachen haben wir auch. Eiskunstler. Reife. Okay. Weihnachtsmütze haben wir ja schon. Boah, das sieht auch mal cool aus, oder? Ein paar kleinen Wellen, verkleiden wir uns richtig. Gut. Also da war so eine Weihnachtshose. Wo ist nächst? Komm, nehmen wir noch mal die Weihnachtshose. Mal hier mit dem Pullover. Komm, nehmen wir den grünen. Machen wir es so. Kasse gehen. Und rein. Sonst gibt es nichts Berauschendes. Ja, bis bald. So. Ich will nochmal schnell ein Käffchen trinken. Dann machen wir den Rest. Wie schläft der Eugen wieder hier? Verpennt wohl Weihnachten. Ich hoffe, dich heute zu sehen. Ach, wird gefällig zwei. Ja, wollen wir unbedingt. Hier.
gleich los. Warte, ich muss kurz. Guck mal, was wir bekommen haben hier. Kaffee getrunken haben, ja. Hat. Guck dir mal die riesen Kugel hier an, ey. Gut, ich weiß nicht, was ich nochmal brauchte gerade. Genau, das war ja das, ne? Genau. Eisenherz, das bekommen wir es haben überhaupt noch. Aber das Gelbe noch haben, können wir es nämlich auch bauen. Genau. Das geht eben halt nicht, wenn dieses rote Geschenkpapier noch nicht. So. Ah, gut, wir brauchen noch ein Eisen, jetzt kommen wir noch einen Stein schlagen kann, dass rauskommt. Ah ja, gut gemacht, mein Schatz. Auch mit der Musik Hintergrund, ne? Aber hier, da ist die Kugel. Mama? Komm, mein Schatz? Ja, Schätzchen. Und da ist die Kugel? Ja. Na, so, das nicht. Die Schatz, könnte aufhören. Na, wir gucken jetzt mal hier. Haben wir ja wohl hier einen Stein, wo wir laden können. Ja, Politchen Mau, echt? Ich würde auch einen Stein schlagen. Politchen. Das hast du. Noch viel. Ja, willst du auch Animal Crossing spielen? Machst du es auch? Echt? Du hast das Spiel auch? Du hast das auch, Schatz? Wo hast du das denn? Erzähl jetzt mal. Das Spiel hast du auch, Paulinchen. Wo ist denn deine Switch? Ich nicht da. Und dann gucken, was hier rauskommt. Wenn ich Mama auf, das geht ja gar nicht, dass wir hier sich hier spiele. Noch was zu essen da? Ja, habe ich noch. Ich
Stein. Ja, weil diese Sterne hier, diese... Kein Eisenherz. Ja, ich glaube, wir können das wohl nicht bauen. Bauklotz. Er muss dann noch einen gebraucht, eine Kuh. Da genau, Schalfeld, eine Kugel. Auf jeden Fall noch was zu. Läuft ja auch noch. Gut, da holt tatsächlich nichts raus. Also ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir gleich die Socken in bei mir im Haus. Und dann, wenn wir jetzt erstmal nichts weiter machen können, dass wir uns erstmal auf eine Insel fliegen, nach einer neuen Bewohnerin schon mal gucken, weil wir die Rote ist ja weg. Guck mal, das sind die Socken, sehr schön. So, können wir einmal schon in... So, können wir packen. Ja. Das können wir schon mal packen, rot. Auch voll. So, Bauklotz-Set brauchen wir auch noch ins Lager. Auch ins Lager. Ja gut, Nähzett kann ja auch erstmal rein.
Nein, wenn draußen war nicht. Reingucken, hier einmal skippen. Danach werden wir noch einmal kurz zur Insel fliegen und mal gucken, ob wir da eine neue Bewohnerin finden. Und dann ist es mal auch eine Stunde rum und dann ist auch gut. Machen wir erstmal was. Schon mal, ne? Na gut, dann wird das nix. Na gut, das können wir dann anderen Mal sonst bauen. Wir haben fertig, das haben wir fertig. Da müssen wir auf das Geschenkpapier warten. Ich habe Glück, dass es morgen da ist. So, und würde ich sagen, fliegen wir kurz zur anderen Insel rüber. Mein Ticket, da müssen wir abends mal gucken. Ich habe eine neue Bewohnerin und dann. Dann zum Abschluss gleich zur Arbeit fliegen und dann ja. Erstmal die machen wir erstmal die fossilen Dingsterbums da. Holen wir nochmal mein Ticket raus und dann. Dann will ich die verkaufen und dann. Folgen auch stehen hier. So, einiges darfst du prüfen. Du musst mich da verkaufen.
als wenn du. Gut, hat sie auf jeden Fall schon. Gut. Wenn ich heute schnell meinen Spind, dann holen wir wieder mein Ticket ab und dann den verkaufen und dann an Insel gucken, ob wir jemanden finden. Dann vielleicht noch zum Schluss zur Arbeit rüberfliegen, gucken, ob da was gibt's vielleicht wegen Weihnachten. Ich werde schon einfach mal wegpacken jetzt. Hat. Noch ein Kaffee? Da noch meint. Dann haben wir das schon. Jetzt verkaufen wir die Sachen, die wir nicht brauchen. Ich versuche zu singen. Abgemacht. Was ist hier? Gut, dann. Ja, mit meinem Ticket könnt ihr einfach dann zu anderen Inseln fliegen. Wenn ihr entweder was braucht oder auch wenn ihr neue Wohner braucht. Ja, voll ist mega leck. So, ich möchte fliegen. Gotcha. Kannst du uns ja auch an meinen Ticket, ja, mit dir auch gleich. Ja, der ist unterlag. Mein Ticket nutzen. Ah, auf geht's. Einen guten Flug, ja, danke. Reise. Ah, oh, wir ihn finden. Ja klar, Kandiszucker ist richtig. Ist wohl nicht gut, ne? Ah, da vorne ist schon jemand. Ich sehe schon jemand da. So, eine Leiter. Seite.
Da läuft die auf. Marianne, okay, huch. Ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht. Ich bin Marianne. Und du? Aha, Nalipi. Und du bist wirklich von Twilight extra bis hierher gereist? Ich habe Twilight schon vom Flugzeug aus gesehen, glaube ich. Von oben sieht es schön aus. Den Alltagsstress hinter sich zu lassen und hier einfach mal zu entspannen, das tut gut. Meine Heimat ist ja ganz nett, aber irgendwas fehlt mir. Hier auf meine Insel. Oh, was für ein toller Vorschlag. Danke für deine Unterstützung. Mit sowas hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hast du mich auch nicht einfach nur verreppelt? Meinst du es ernst? Es wird dir gefallen, na klar. Oh, wie aufregend. Jetzt kann ich erst kaum erwarten, heimzukehren, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich einen gewissen Tom Nook kontaktieren, bevor ich umziehe. Dann mache ich das mal lieber schnell, bevor ich es vergesse. Blub, blub. Ja, kann das hier auf unsere Insel kommen, wie gesagt. Die Marianne. Ah ne, ich muss ja wieder hoch, ne, stimmt. Ja, das kann das wir dann jetzt gleich was haben. Das können wir auch daran sehen, wenn wir gleich hier zurückfliegen sollten. Dass das da steht auch. Ja. Wollen wir jetzt von hier auch jetzt zur Arbeit fliegen können, einmal ganz kurz und dann. Das war schon, mehr wollte ich hier eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir schon jemanden. Zuckert an Schokopudding, was kann ich für dich tun? Oh Mann, der muss entspringen. Ich möchte, gut, dann müssen wir erstmal zurück. Willst du Flugzeug mit Ziel 2 nehmen, hast du auch nichts vergessen? Nein, los geht's. Und Abflug. So, dann fliegen wir jetzt kurz zurück auf meine Insel zurück, auf Twilight. Da kommen wir auf, dass da steht schon, dass die Marianne zum ziehen kann und dann fliegen wir noch schnell zur Arbeit und dann war es das auch. Mal schnell gucken. So, komm. Ah, hier entsteht das neue Haus von Marianne. Siehst du? Also zieht sie schon her. Wie ihr seht, braucht ihr nur Meilenticket. Ihr könnt zu einer Insel, fliegt ihr hin. Das ist immer spontan, wo ihr hinkommt. Ihr könnt auch Bewohner im Halt suchen, falls jemand da Fragen hat. Rockt. So, da gehen wir mal kurz zur Arbeit. Haben wir damals gescheit für Weihnachten bekommen und dann ist auch Ende. Ende. So. Hey, hey, willkommen an Tor zu Lüften von Twilight vom Flughafen, ja. So, zur Arbeit gehen. Bleib ich zur Arbeit. Mal. Eine Frau hier. Auf geht's, zack, zack. Okay, dann guten Flug. Danke. Genau, wieder geht's. Fliegen wir mal zu meiner Arbeit hin. Ja, zu dem Ferienhausagentur, was ich ja dann mache. Ich mache ja mal ein Ferienhaus, aber in der Zeit hat noch nichts so viel gemacht. Aber ich habe ja schon, glaube ich, 50, 60 Ferienhäuser fertig insgesamt. Aber wir müssen rüberfliegen, mit den Leuten sprechen und mal sehen, ob da was gibt für Weihnachten. Analypie, lange nicht gesehen. Nee, stimmt. Ja, ich spreche schon mit Carlotta. Das ist hier die Insel, kann ich mal zeigen. Ist echt cool gemacht. Das sind hier die ganzen, die ich sag jetzt mal, nämlich auch mal ein bisschen Bewohner, die hier sitzen und darauf warten, dass man mit ihnen spricht. Und dann kannst du mit ihnen ja, die Ferienhäuser halt einrichten. Entweder selber oder man kann es auch erstellen. Genau, hier ist auf jeden Fall das Büro. Hier ist die Schule. Hier ist das Krankenhaus eben halt. Cool gemacht. Darf ich das nicht rein? Hier ist das Restaurant. Ja, hier ist das Restaurant. Der Mottenladen und hier ist so das herrliche Wasser. Cool aus, ne? Gut.
würde ich sagen. Gehen wir kurz schnell rein, gucken wir mal. Natürlich Kaffee, Restaurant, ist ja alles da. Was kann Lada mit mir sprechen? Ja. Guten Morgen, Nalipi. Was gibt's, Nalipi? Nee, heute arbeiten wir nicht. Was haben wir hier auch für Geschenk? Oh, ein Stuhl. Na, was kostet der jetzt hier? Ein Thron kostet 720 Pokis. Oh, da muss ich bestimmt was haben. Ich brauche Geld. Oho, ich habe ja gar nichts. Ja. Griff, da du nur eine Sache hast, kannst du auch später zahlen. Möchtest du es jetzt haben? Ja, bitte. Ja, ich mach das gleich. Guten Morgen, Nalipi. Was gibt's denn, mein Liebe? Ah, okay, gut, dann muss ich... Gut, dann muss ich kurz das Geld abholen. 700 habe ich auch noch. Auszahlen. Was war's jetzt? War jetzt so. Ja, mit großen Zahlen habe ich das nicht so. Gucken jetzt mal hier. Schreiben wir einmal. Mal eingeben jetzt. Danke. Oh. Du hast den vollen Betrag gezahlt. Falls dir in Zukunft Poki für weitere Käufe fehlen, kannst du diesen Service natürlich gern wieder nutzen. Danke. Wenn du wieder hier raus, ja, das ist jetzt das. Ja, man kann sagen, vielleicht Büro oder so sagen. Gut. Also kostet auch noch nichts Tolles, da wegen Weihnachten etwas zu kaufen. Gut, schenke ich mal hier hin. Gut, dann wie gesagt, wünsche ich noch so frohe Weihnachten und viel Spaß beim Reinschauen. Bis dann und dann, ciao, ciao.